Der Kriegsverbrecher Obama bekam den Friedensnobelpreis. Die Mutter des Einzelfalls Angela Merkel das Großkreuz des Deutschen Verdienstordens. Der Kriegstreiber Zelensky bekommt den Karlspreis. Und Greta Thunberg wird Ehrendoktorin der Theologie. Man gewinnt langsam aber sicher den Eindruck, dass ausgerechnet die nervigsten, zweifelhaftesten und übelsten Zerstörer der Menschheit dafür von den Iren geehrt werden, wenn sie sich besonders an der Gesellschaft, am Wohl der Allgemeinheit, am Frieden der Welt, an unserem Steuergeld, an unserer Sicherheit, an unserem Wohlstand, an der Wahrheit vergangen haben. Die hunderttausenden Kriegstoten des Herrn Obama, seine sinnlosen Kriege im Nahen Osten, die unzähligen Kriegsverbrechen, die Konzentrationslager für Folter namens Abu Ghraib oder Guantanamo, haben ihn, den amerikanischen Friedensstifter, diese Friedenstaube regelrecht dafür prädestiniert, ausgerechnet Träger des Friedensnobelpreises zu werden. Der Wirtschaftsnobelpreis wäre angemessener gewesen, denn die Waffenwirtschaft zählte unter dieser fleischgewordenen PR-Blase zu den großen Gewinnern. Die Opfer des Einzelfalls, von Mia aus Kandel bis heute herauf zu Anne-Marie, die vollen Friedhöfe der Wir-schaffen-das-Politik, die Spaltung der deutschen Gesellschaft, die Polarisierung der demokratischen Lager haben dazu geführt, dass Merkel ins deutsche Polit-Walhalla neben Adenauer und Kohl gehoben wird. Und nun ist auch klar, dass dieser zweifelhaften Intention entsprechend, die größten Ganoven der Menschheit zu ehren, auch Wladimir Selenskyj dran ist. Er bekommt den Karlspreis in Aachen für die Korruption in der Ukraine, für die zigtausend Toten der Aktion Kanonenfutter am Donbass, für seine Offshore-Konten, für seine korrupten Minister, für die Verweigerung, Friedensverhandlungen zu führen, für den Raubzug der europäischen Steuerzahler, für die Inflation, die Teuerung, die verrückt gewordenen Energiemärkte. Stellvertretend für seine Oligarchenfreunde nimmt er in Aachen unter Tränen der Rührung in Camouflage wahrscheinlich gehüllt den Karlspreis entgegen und wird sich mit Kriegsrhetorik dafür bedanken. Slava Ukraini! Warum man Erich Honecker posthum für die Mauertoten noch nicht geehrt hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber auch Idi Amin würde sich für seine Errungenschaften und die Menschenrechte noch anbieten, nicht zuletzt dicht gefolgt von Josef Stalin. Aber der feiert in den kommunistischen Parteien Europas ohne dies seine Auferstehung. Wahrlich, wir leben in einer verkehrten Welt, in einer offenen Psychiatrie, eben wo das Gute als reaktionär gilt und das einst Böse als progressive Segnung verehrt werden muss.